Das Interessante an Knöfel ist ja, dass sein fotografisches Werk sich eigentlich nur auf 4, 5 Jahre konzentriert in der DDR. Und als ich dann Knöfel nachher persönlich kennengelernt habe in den 90ern, Anfang der 90er Jahre, da war er schon nicht mehr Fotograf. Ich hatte von dem sagenumwobenen Schlachthaus gehört. Das wurde zuerst in Dresden gezeigt. Dann gab es diese Fassung, die wurde im Ausstellungszentrum am Fernsehturm, auch glaube 1988 in der Ausstellung Konzeptauftrag Fotografie präsentiert. Und da bin ich sozusagen dieser Arbeit das erste Mal begegnet. Kannte aber Knöfel noch nicht, das kam dann ein bisschen später. Und wir haben dann in den 90ern angefangen, als Knöfel dann eher Maler, Installationskünstler, Allround, Multimedia, Video. Also der hat sich sozusagen in allen Wässern getummelt. Aber Fotografie war immer so ein Thema, zumindest in den ersten Jahren unserer Zusammenarbeit, das ist so irgendwie Vergangenheit, das ist abgeschlossen. Und diese Schwarz-Weiß-Fotos, die wir jetzt hier in der Ausstellung sehen, die hat er mir auch, glaube ich, erst 10 oder 15 Jahre später gezeigt, das erste Mal. Also dann wurde irgendwann mal die Grafik-Schrank-Schublade geöffnet und dann kam der Kommentar, also wenn ich tot bin, dann können die Sachen gezeigt werden oder mal zu einer Retrospektive, ist nicht für jetzt, aber kannst hier mal reingucken. So, das war sozusagen die erste Begegnung mit diesem Bildmaterial. Ja, ist dann vielleicht auch nochmal eine Beziehung zu Knöfel, das jetzt hier so mit zu installieren und hoffe, dass es sozusagen auch in seinem Sinne gewesen ist, wie wir es jetzt hier an die Wand gebracht haben. Das Schlachthaus ist ja dann auch bis zur Ausstellung in der Berlinischen Galerie Geschlossene Gesellschaft vor 10 Jahren nicht mehr präsentiert worden, weil dieses eigentliche Schlachthaus ist 5 mal 10 Meter, wiegt eine Tonne Stahlblech und ist ein Labyrinth, was sich dann sozusagen so in sich verschränkt und was einfach eine räumliche Dimension beansprucht, die wir ja hier auch gar nicht unterbringen konnten. Aber glücklicherweise gibt es die kleine Fassung, die wir dann hier eben jetzt so zeigen und ich denke, das gibt auch schon erstmal einen ganz guten Einblick in das, was im Endeffekt der erste Höhepunkt von Knöfels Schaffen war. Eine Arbeit, an der er 2 Jahre nonstop gearbeitet hat. Zum einen das Fotografische und dann nachher die Umsetzung in der Installation ist, glaube ich, im Kontext gerade auch irgendwie der DDR-Fotografie eine der ganz herausragenden Arbeiten, die dann wirklich irgendwie so den Bilderrahmen verlassen und das Foto im Raum, in die Installation auch so anders physisch erfahrbar. Also dass er im Endeffekt das, was das Schlachthaus für ihn als Erfahrung war, auch nochmal in die Ausstellung anders umsetzen wollte, als jetzt nur irgendwie ein Foto auf die weiße Wand zu hängen. Naja, zum einen ist das ja sozusagen Teil einer längeren Reihe, die Annette Tietz ja hier schon seit Jahren betreibt, dass einmal im Jahr ein DDR-Fotograf hier präsentiert wird. Und in diese Reihe von Künstlern passt natürlich Knöfel gut rein. Und da es jetzt Knöfels 60. Geburtstag gewesen wäre im Dezember, haben wir uns vor 2 Jahren eigentlich schon ausgedacht, dass 2022 dann das Jahr ist, wo Knöfel hier zu sehen sein soll. Ja, ich glaube, der Hintergrund ist die Erfahrung, dass Knöfels Mutter, ich glaube, er war 4 oder 5, Selbstmord begangen hat. Und Knöfel dann im Endeffekt auch sozusagen den Familienhintergrund verloren hat, ins Heim kam mit seinem Bruder und eben die Frage nach der Identität für ihn eigentlich so die zentrale Rolle war oder das zentrale Thema, was sich durch all seine Arbeiten, also bis hin zu seinem Tod, gezogen hat. Also das hat er auch immer wieder so formuliert.
Also ich glaube, das Besondere an Knöfel ist, dass er etwas kombiniert, was ja eigentlich irgendwie so gegensätzlich ist. Zum einen haben die Arbeiten immer eine unglaubliche Wucht und eine Nähe und dann aber auch wiederum so eine Feinfühligkeit und Sensibilität, die da auf ganz interessante Art und Weise ausbalanciert ist. Also die Bilder lassen einen eigentlich nie kalt.